Also ich bin nicht weit gekommen. Ich bin hier gerade Müll am Umladen, damit hier jemand überhaupt in sein Haus wiederkommt. Und hier herrschen übelste Gerüche. Also es ist schade, dass ich keine Live-Geruchsübertragung habe. Aber das ist wirklich, wirklich ganz übel. Und dann ganz schlimm bin ich gerade kontaktiert worden. Heute Morgen hat sich eine Helferin probiert, das Leben zu nehmen. Und wollte wohl vom Dach springen. Und das war wohl ganz dramatisch. Das haben alle möglichen anderen Helfer mitbekommen. Leute, wenn ihr an dem Punkt seid, dass ihr nicht mehr weiter wisst, bitte, bitte, es gibt so viel Hilfe hier. Redet mit den Leuten. Das, was da heute Morgen passiert ist, das ist absolut keine Option. Also bitte, es ist genug Hilfe hier. Redet mit den Leuten und das sind Seelsorger hier. Ich weiß, dass das eine Riesenbelastung hier alles ist. Für jeden, ob Helfer oder ob Betroffene. Aber dafür ist ja genug Hilfe da. Ihr müsst es nur sagen. Ja. Also einmal über den Schatten springen und euch wird geholfen. Also ich habe ja auch schon oft genug gesagt, dass auch ich professionelle Hilfe mir hole. Und wie gesagt, da muss ich keiner für schämen oder sonst was. Das ist logisch, dass das, was hier passiert, man nicht einfach so wegstecken kann. Das sei nochmal gesagt und das war mir einfach wichtig, das jetzt nochmal zu sagen. Da kommt aber noch irgendwie ein Video zu. Ich wurde darauf angesprochen, ob wir da mal ein Live-Video zumachen können von Spezialisten, die einfach das mal kommunizieren wollen mit Leuten, die wirklich ein Problem haben und darüber nicht reden wollen können. Oder ja, deshalb war es mir wichtig, das nochmal zu bringen. Bis später. Ciao.